So, hier benutze ich einen Concealer, um die Augenpartie aufzuhellen. Normalerweise benutzt man einen Concealer nicht für die Augenpartie. Der Concealer ist in der Regel für Rötungen, kleine Pickel oder was auch immer man abdecken möchte gedacht. Aber ich wäre nicht Niki, wenn ich nicht einfach das machen würde, was mir gefällt. Und ich finde eine helle Augenpartie toll. Mit dem Cream Color Brush habe ich das Ganze fix aufgetragen und eingearbeitet. Dann, wie schon auf der anderen Seite, benutze ich den Dark Blonde Augenbrauenstift, um eine Kontur zu malen. Streiche die Härchen in die nach oben liegende Richtung und dann benutze ich so eine Art Wimperntusche für die Augenbrauen, auch in Dark Blonde, um das Ganze nachzuziehen. Und man sieht auch schon minimal, dass das ein Unterschied ist, ob du nochmal die Wimperntusche dafür benutzt oder nicht. So, Kajal, um den Wimpernkranz zu verdichten. Und dann kommt der Liquid Eyeliner zum Einsatz. Augenlid ein bisschen straff ziehen und dann langsam rantasten, wo auch immer man mehr braucht. Da kann man ganz variieren, dicker, dünner. Ich mag es gerne ein bisschen kräftiger. Zum Abrunden kommt unser Mineralpuder mit Farbe zum Einsatz, weil ich habe eine relativ helle Haut, eine helle Foundation gewählt. Mit dem dicken, abgerundeten Pinsel wird das Ganze tupfend eingearbeitet. Es sieht zwar so aus, als würde ich das streichen, weil es so schnell geht, aber ihr seht, kann sich schon sehen lassen. So, Gesicht einer Kontur verpasse. Mit dem Cheekbrush gehe ich in den Highlighter und dann das Contouring. Auch hier wieder dunkleres kommt nach unten, das hellere nach oben, das hellere hebt immer auf und ein bisschen Rouge habe ich zum Schluss noch aufgetragen. Hier nochmal alle Materialien, die ich verwendet habe. Contouring, Mineralpuder, nochmal Contouring, Rouge, das erste war natürlich der Concealer, sorry. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Für die Augenbrauen, wie man das Ganze anmalt und anzeichnet. Die Wimperntusche für die Augenbraue. Und dann der super neue wasserfeste Eyeliner. Easy zum Auftragen, wollte ich sagen. Und hier nochmal alle Pinsel, die wir verwendet haben.